Hallo und herzlich willkommen zurück zu Im Reich des Himmelsdrachen. Wir spielen mit unserer, ich hoffe, ich bekomme es jetzt hin, Innocentia? Das ist irgendwie anders. Ich weiß es ehrlich gesagt schon gar nicht. Ja gut, davor habe ich ja wirklich Innocentia gesagt. Das ist vielleicht ein bisschen sehr deutsch. Innocentia. Es kommt vielleicht hin. Ich weiß es nicht. Ich werde einfach das Feedback von Innocentia abwarten und dann werde ich weitersehen. Ja, ich habe ja gerade schon erwähnt, wen wir hier gerade spielen. Wir haben sie im letzten Part kennengelernt und dadurch, dass einige Tage vergangen sind, muss ich jetzt natürlich erstmal kurz überlegen, was ich machen muss. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall nach etwas suche und dafür muss ich mit Türen interagieren. Ich bin mir leider gerade nicht ganz sicher, wo ich überall schon war, aber ich glaube, genau hier unten sind wir ja reingekommen. Das bedeutet also, da werde ich auf jeden Fall schon gewesen sein. Und auch bei dem Shop da unten war ich schon und habe nachgeschaut. Daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Ich denke einfach mal, dass wir in Richtung Schloss gehen müssen. Zumindest, ja, sehe ich jetzt hier keinen anderen Weg, den man vielleicht noch einschlagen könnte. Naja, hier sind natürlich Gegner. Aber na gut, dann kämpfen wir mit unserer Inno. Vielleicht kürze ich es ab jetzt auch einfach ab. Ach ja, genau, sie kann Blut saugen und normal angreifen. Ich greife auch mal normal an. Der normale Angriff, der macht ja schon eine Menge Schaden. Ja, sie ist natürlich ein bisschen overpowered, aber was soll man auch von einem Vampir erwarten? Wobei ich natürlich trotzdem sagen muss, dass ich nicht erwartet hätte, dass ein Vampir einen untoten Drachen so einfach niedermetzelt. Aber na gut, untote Drachen sind die ersten Gegner, die man im Spiel sieht. Also kann man wohl nicht davon ausgehen, dass die besonders stark sind. Ich frage mich, ob es in dem Spiel auch Drachen-Liches gibt. Oder Lichs, wie ich sie nenne. Ich weiß, ich spreche das auch nicht richtig aus, aber ich finde, ich weiß nicht, Licht klingt irgendwie ein bisschen besser für mich als Lich. Ich weiß nicht. So ein untoter Drache eben, der noch bei Verstand ist. Ich denke mal, ihr könnt mir ganz gut folgen. Ah ja. Wa! Nein, das sind keine Wa, das sind Wachen. Hoffentlich haben sie mich nicht gesehen. Okay. Also heißt das, Vampire werden in dem Spiel ganz normal wahrgenommen? Aber was ist dieser Ort hier? Naja, fest steht, dass Schlösser immer sehr gut bewacht werden. Das wird meine Suche auch nicht gerade erleichtern. Aber was soll's? So kann ich meine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Der Blutgeruch kommt von da drin. Ich muss irgendwie da reinkommen. Du wirst schon einen Weg finden, zum Beispiel indem du einfach links oder rechts vom Schloss langläufst. Kann ich über. Okay. Ich kann gar nicht wieder nach rechts gehen, weil dann könnten mich ja die Wachen sehen. Aber na gut, wenn man auch als Vampir so extrem nervige Laufgeräusche macht. Also nicht nervig, aber laut natürlich. Also kann halt jeder sofort hören. Kann ich irgendwie über die Truhe drüber springen? Ich bin ein Vampir, ich kann fliegen! Naja, oder auch nicht. Okay, dann habe ich wohl irgendwas übersehen. Kann ich vielleicht hier irgendwo reingehen? Hier, das sieht doch irgendwie alles super auffällig aus. Vielleicht kann ich hier hinten mit dieser Fackel interagieren. Nein, kann ich nicht. Super. Anfang des Spiels und ich komme nicht weiter. Das ist mal wieder ein richtiger Klassiker. Okay, da will es auf jeden Fall nicht lang gehen. Das verhindert das Event. Das bedeutet also, der Weg, der muss doch hier irgendwo sein. Wahrscheinlich habe ich irgendwo eine Abzweigung. Habe ich irgendwo eine Abzweigung übersehen? Kann ich irgendwie rüber auf die andere Seite? Kann ich irgendwie hiermit interagieren? Du musst einen anderen Weg finden, ins Schloss reinzukommen, aber du kannst nicht wieder zurückgehen. Ich sehe schon kommen, wie ich nach 20 Minuten den Part extrem frustriert beende, weil ich keinen Weg gefunden habe. Was? Ist das jetzt ein Fehler oder kann ich ja gar. Okay, das war einfach nur ein Chipset-Fehler. Oder Begehbarkeitsfehler, was auch immer. Okay, ich kann irgendwie mit nichts interagieren. Das ist komisch. Jetzt bin ich
gerade etwas überfragt. So, da will sie nicht langgehen. Und da auch nicht. Ist es so offensichtlich, dass ich es einfach nicht sehe, oder? Es geht auf jeden Fall gut los. Moment, was habe ich denn gerade im Inventar gefunden? Moment. Hinweise. Ich glaube, ich habe auch nur eine Heilpille gefunden. Ja, mit dem Trocken. Warum hat sie das Trockenfleisch von Shane dabei? Ja, ich frage besser gar nicht erst nach. Ah ja, alles klar. Kuriert Kampfunfähigkeit, aber nicht bei Untoten. Das bedeutet also, bei ihr geht es dann wahrscheinlich nicht. Okay. Habe ich bereits erwähnt, dass ich... Keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich muss doch hier irgendwo lang gehen können. Das geht's doch gar nicht. Es müssen gar keine 20 Minuten für gehen. Da bin ich frustriert. Das bin ich aber jetzt schon. Nein, ernsthaft. Was muss ich machen? Ich drücke jetzt einfach mal viel und oft Enter. Ich hätte eigentlich gedacht, dass hier vielleicht irgendwo ein Höhleneingang oder sowas ist, aber... Ja, genau. Na endlich, das hat ganz schön lang gedauert. Wäre doch gedacht, wenn ich da nicht rüberkäme. Dann nimm Anlauf und springen. Und das konnten wir nur hier an der Stelle machen? Na gut. Kann ich wieder zurückgehen? Nein, natürlich nicht. Okay, es hat nur 6 Minuten gedauert. So, ich bin nun im Schloss. Ich muss nun höllisch aufpassen, damit mich keine Soldaten sehen. Aber ich bin auf der richtigen Spur. Von dieser Richtung kommt der Geruch. Ja, Soldaten. Wo kommen die überhaupt her? Ich meine, das Schloss... Wie lange ist es jetzt eigentlich schon wieder her, dass das Schloss gebrannt hat? Mir kommt es nämlich so vor, als wäre das erst vor ungefähr eine Stunde her. Nicht da lang. Das ist irgendwie schön, weil das klingt fast schon so ein bisschen so, als würde sie durch die vierte Wand mit uns sprechen. Nicht da lang. Ja, okay. Alles klar, Kleine. Wo willst du denn lang? Ach ja, die Straße lang. Doch keine Wachen hier? Seltsam. Ja, nur am Schlosseingang standen Wachen rum. Und hier, wie asymmetrisch. Die eine Fackel brennt ja gar nicht. Naja, dann gehen wir auch mal in den Thronsaal. Gucken, was wir da finden. Ein Speicherpunkt natürlich. Hey, da kann ich wenigstens mal festhalten, dass ich es irgendwie geschafft habe, rüber zu springen. Oh, die Leichen liegen immer noch hier rum. Kannst du vielleicht die Truhen öffnen? Verschlossen, leider. Ist denn hier keiner begabt genug, irgendwie Schlösser zu knacken? Und ich meine, es ist keiner in dem Raum. Kann man die Truhe nicht einfach... nehmen und irgendwie durch die Gegend schmeißen, bis sie irgendwann auseinanderbricht. Ah, na gut. Holla, was ist denn hier passiert? Ja, kein Zweifel. Die Quelle des Geruchs ist hier. Aber es sieht nicht so aus, als ob sie es war. Verdammt. Ich bin immer noch keinen Schritt weiter. Ah ja. Latan und... Ich habe seinen Namen wieder vergessen. Irgendwas mit einem A hinten. Glaube ich. Was zum Himmelsdrachen macht ihr hier? Ah! Wie ist das möglich? Wie konnte ich euch nicht orten? Was sagt ihr da? Vorsicht, Prinz Latan. Dieses Wesen da gehört zu den Kreaturen der Nacht. Ach, und woher wollt ihr das wissen? Ich habe da so meine Quellen. Jedoch ist es nicht ratsam, euch hier weiter rumschnüffeln zu lassen. Nehmt diese Ausgeburt der Dunkelheit und vernichtet sie. Ha, cool, da kommen natürlich erstmal Wachen von der Decke runtergesprungen. Fieses Lachen von Innocentia. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob ich es richtig hinbekomme oder nicht. Aber wir werden es dann sehen. Habe ich eigentlich kein Problem damit, Innocent auszusprechen. Innocentia? Egal. Feedback. Von Inno abwarten, ne? Obwohl ihr meint zu wissen, was ich bin, hetzt ihr Menschen auf mich?
Keine gewöhnlichen Menschen. Menschen mit Schwertern. Oh, ihr dummen Menschen. Seid ihr wirklich so blöd? Dann wünsche ich euch viel Spaß in der Hölle. Das hätte aus Vampire's Dawn sein können. Okay, sie kann also zaubern. Warum konnte sie das davor nicht? Braucht ihr noch eine Demonstration? Nein, natürlich nicht. Gegen euch kann man nicht gewinnen. Was? Dann lasst mich von dann ziehen! Bitte sehr. Das war wirklich äußerst simpel. Ihr wollt das doch nicht durchgehen lassen. Natürlich nicht. Ich werde mich selbstredend darum kümmern. Wartet hier auf mich. Das Warten ist wirklich ernst gemeint. Er steht einfach nur da und... Warum macht keiner diese doofen Leichen weg? Also ich hätte den Thronsaal schon längst mal ein bisschen aufgeräumt. Pah, Menschen! Was denken die sich manchmal? Obwohl, der Kerl mit dem schwarzen Mantel hatte eine ganz andere Aura als die eines Menschen. Was er wohl ist? Ach, was auch immer, ich muss weiter. Weiter nach Großmutter suchen. Was zum... Was ist das? Die Carmina Burana? Oh nein, ein Drache. Vielleicht ist es ja der Schattendrache höchstpersönlich. Ich kann es nur hoffen. Frag mich aber echt, was Karl Orff dazu sagen würde, dass seine Musik so oft im Maker-Spielen benutzt wird. Ein Drache! Und wie groß er ist! Ja, vielleicht sehen die den ja von hier unten auch. Ich gehe jetzt zu meinem Bruder. Mach bitte keinen Blödsinn, Kalt. Da sind vorhin genügend Soldaten von Taran reinmarschiert. Die werden euch nicht lange am Leben lassen. Ich werde jetzt gehen, egal was ihr sagt, Shane. Was geht da am Schloss vor? Was ist da auf dem Dach des Schlosses? Ein Drache? Ein Drache? Doch nicht etwa... Das ist cool. Mit dem Herzklopfen? Ist es denn wirklich wahr? Täuschen mich meine Augen? Oder... Ist das tatsächlich der Schattendrache? Das ist doch cool, endlich mal ein bisschen Action hier. Sind bisher nur ein paar Leute gestorben. Jetzt sollen ja mal ein paar Kreaturen der Finsternis heraufbeschworen werden. Hey, mach bloß keine Dummheiten. Ich bin ein Vampir. Ich kann dich einfach explodieren lassen. Verdammt! Ich würde den Drachen jetzt ehrlich gesagt auch mal gerne sehen und vor allem gerne mal gegen den kämpfen. So richtig von dem Drachen weggeklatscht werden. Was passierte da gerade? Es sah so aus, als ob der Drache eine Art magische Formel beschworen hätte. Für was? Wow. Sie hat... Naja, ich würde jetzt eigentlich am liebsten sagen Fledermausflügel, aber das sind ja wirklich ziemlich riesige. Was zum... Menschen? Wenn ihr nicht zukünftig euer Leben in diesem Wald verbringen wollt, nehmt die Beine in die Hand. Können wir vielleicht auf die mitfliegen? Was? Wie meint ihr das? Keine Zeit für lange Erklärungen, lauft! Da sind sie aber echt flink. Was hat der Drache jetzt vor?
Ist das jetzt eine Kuppel? Eine Schattenkuppel? Sieht so aus. Was ist das denn? Sieht so aus wie eine Barriere. Eine Barriere? Von dem Drachen beschworen? Ja, davor habe ich euch gewarnt. Ihr wärt nun darin gefangen, wenn ihr den Wald nicht verlassen hättet. Schade, denn dann wäre das Spiel jetzt wahrscheinlich so geworden wie Gothic. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ich das ziemlich gut gefunden hätte. Das heißt ja, ich kann Vera nicht mehr betreten. Ich kann nicht mehr zurück zu meinem Bruder. Lathan. Verdammt. Lathan! Was mache ich nur? Was mache ich nur? Die Taren-Soldaten werden Lathan töten und ich stehe untätig herum. Ja gut, wir kennen ja die Zukunft bereits. Lathan, so war doch der Name eures Bruders, ja? Ja. Dann habe ich ihn gesehen. Wie das? Lasst mich erklären. Auf der Suche nach jemandem führte mich mein Weg in das Schloss, welches sich da oben auf diesem Berg befindet. Durch, geschickte Manöver konnte ich sogar an den Thronsaal vordringen und dort traf ich dann zwei Personen. Der eine hatte stechend gelbe, aber zugleich kalte Augen und trug eine schwarze Kutte. Der andere trug eine leichte Rüstung und einen blauen Umhang, sein Haar war blond. Der Kuttenträger nannte ihn Prinz Lathan. Dann war er es wirklich. Doch sagt, wieso wart ihr im Schloss? Es hat doch dort gebrannt. Und Soldaten waren auch unterwegs. Hä? Nein, ich konnte mich großteils frei bewegen. Auf jeden Fall war dort kein Feuer. Ein paar Soldaten habe ich gesehen. Einige musste ich sogar leider aus dem Weg räumen. Dieser seltsame Kuttenträger hat sie mir nämlich auf den Hals gehetzt. Da fällt mir gerade etwas ein. Trugen die Soldaten, die euch angriffen, eine silberne Rüstung? Ja, das ist richtig. Dann ist der Sachverhalt klar. Kite, zumindest braucht ihr euch keine Sorgen, um euren Bruder zu machen. Wieso das? Ich verstehe nicht. Diese Taran-Soldaten hören auf den Befehl dieses Kuttenträgers, den die Dame erwähnt hat. Anscheinend braucht dieser euren Bruder Lathan, sonst hätte er ihn wohl schon längst getötet. Seid ihr euch sicher? Obwohl, es macht Sinn. Da habt ihr wohl recht. Ich habe die Kraft von diesem Kuttenträger Antilla gespürt. Wenn er gewollt hätte, hätte er mich gleich töten können. Anscheinend braucht dieser Antilla mich und Lathan. Wenn ich nur wüsste, für was. Oh ja, wenn wir das müssten. Ich kann es kaum erwarten, das herauszufinden. Also ich meine, das hat ja schon mal irgendwas mit dem Schattendrachen zu tun, ne? Das klingt alles sehr seltsam. Ich bin ja ehrlich gesagt mit meinem Wissen am Ende. Ich auch. Zumal dieses Feuer, welches im Schloss war. Ihr sagte, da war keins. Ja. Aber die Flammen waren da. Ich spürte die Hitze. Wenn dieser Antilla dafür verantwortlich ist, habt ihr ein Problem. Hä? Magier, die die sogenannte Illusionsmagie beherrschen, sind sehr, sehr stark. Man kommt fast nicht gegen sie an. Wahrscheinlich hat er auch den Schattendrachen beschworen, diese Barriere zu errichten. Was soll ich denn tun? Erstmal ein Lagerfeuer errichten. Ist immer eine gute Idee. Kite, was habt ihr nun vor? Der Morgen graut und der Nebel lichtet sich so langsam. Ja? Wenn ich das wüsste. Auf jeden Fall möchte ich Lathan helfen.
Ich gehe davon aus, dass dieser Antila die Quelle allen Unheils ist und der Lathan verhext haben muss. Lathan hat bisher noch nie so seltsam reagiert, deswegen kann ich es mir nicht anders erklären. Das macht die ganze Sache natürlich komplizierter. Also gut. Ich habe gerade beschlossen, euch bei dieser Reise zu unterstützen. Bitte? Alleine werdet ihr es garantiert nicht schaffen. Und ich ahne schon, dass es eine lange und vor allem gefährliche Reise wird. Aber ich denke, ihr seid auf einer Durchreise, um herauszufinden, warum manche Menschen mit der Kunst der Magie geboren wurden. Ach, Kite. Ob ich nur allein durch die Welt streife oder mit euch, ist doch eigentlich recht egal, oder? Außerdem habt ihr mich vor den Wölfen gerettet. Ich bin euch sogar noch etwas schuldig. Aber... Solange es euch nichts ausmacht, wäre es mir sogar sehr recht. Hab vielen Dank. Ach was, ich denke, man kann zu zweit mehr ausrichten als alleine. Ist das euer Ernst? Ihr stellt euch also gegen einen anscheinend übermächtigen Magier, der den Schattenrand kontrollieren kann, und das noch zu zweit? Euch ist schon bewusst, dass dies keine Pilgerfahrt sein wird. Mir ist sehr wohl bewusst, dass unser Vorhaben nicht leicht wird und dass wir dabei unser Leben verlieren könnten. Aber bitte seht es so. Ich kann nicht hier sitzen und nichts tun. So habe ich vielleicht die Möglichkeit, meinem Königreich und meinem Bruder zu helfen. Würde ich nichts tun, würde ich wahnsinnig werden. Und würde dadurch das Gefühl haben, mein Königreich im Stich gelassen zu haben. Daher möchte ich gehen. Bitte versteht das. Nein, das kann ich nicht zulassen, dass so junge Männer wie ihr euch allein so einer Gefahr stellt. Daher komme ich mit. Bitte was? Ich weiß, das kommt etwas plötzlich, aber ich kann nicht zusehen, wenn jemand in sein Verderben rennt. Ist eine alte Angewohnheit von mir. Aber wir kennen uns kaum. So wie ich das einschätze, kennt ihr beide euch auch noch nicht so lange. Habe ich recht? Ja. Und wie ich das sehe, seid ihr auch für den Kampf ausgerüstet. Befindet ihr euch auf einer Reise? Ihr erwähntet, dass ihr jemanden sucht. Ja, ich erwähnte es bereits. Doch ich sage es euch besser gleich. Ich bin keine Anhängerin des Himmelsdrachen. Den Schattendrachen sehe ich ebenso wenig als meinen Gott an, obwohl ich es laut euren Regeln tun sollte. Bitte? Dann gehört ihr zu den bösen Kreaturen? Wie ihr es nennt, soll mir egal sein. Fakt ist, dass ich zu den Kreaturen der Nacht gehöre. Mit anderen Worten, ich bin ein Vampir! Meine Rasse ist die der Vampire. Beim Himmelsdrachen. Bei Kain fürchtet mich. Ja. Nein, jetzt mal im Ernst. Ich würde euch mein Geheimnis nicht anvertrauen, wenn ich negative Gedanken hätte, euch beispielsweise täuschen zu wollen. Das liegt nicht in meinem Interesse. Ich mag zwar ein Vampir sein, dennoch ziehe ich es nicht vor, wahllos Menschen zu töten. Ich bin auf der Suche nach meiner Mutter. Okay, ich habe vorhin gesagt Großmutter, es tut mir leid. Mit etwas Glück finde ich sie während unserer Reise. Und wie der junge Magier bereits sagte, in einer Gruppe zu reisen ist besser als alleine. Ja, also, ich muss schon sagen, eure Überredungskunst ist erstaunlich. Meine Augen sind hier! Ich nehme an, als Vampiren könnt ihr im Kampf viel ausrichten. Daher würde ich es auch bevorzugen, wenn ihr mitkommen würdet. Solange sie nicht auf die Idee kommt, uns irgendwann schaden zu wollen. Ich sagte bereits, dass es nicht in meinem Interesse liegt, Menschen zu töten. Aber ich kann euch verstehen. Wie sagte ihr bereits? Wenn ich hier nichts tue, würde ich wahnsinnig werden. So empfinde ich gerade. Tut das, was ihr für richtig haltet. Ich denke, Shane tut das auch. Und ich ebenso. Ach, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin Kite Veran. Und ich heiße Shane Madden. Mein Name lautet, oh, das wird jetzt ganz schön schwierig für euch, Innocentia van Sout. Jetzt habe ich auch noch beim falschen Wort den Fehler gemacht, aber shit happens, ne? Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich gerne zum Schrein des Himmelsdrachen gehen. Was wollt ihr da? Es ist ein Ort, an dem wir immer den Drachen huldigen. Vielleicht finde ich dort heraus, was Antilla mit Lathan und Veran vorhat. Dann sollten wir uns auf den Weg machen. Der Schrein befindet sich südöstlich des Veran-Kontinents. Wartet. Jetzt, wo wir vorerst gemeinsam unterwegs sind,
kann ich euch meine Weltkarte anvertrauen. Wenn ihr mal nicht weiter wisst, werft einen Blick darauf. Sie wird uns nützlich sein. Oh, das wird sie sicherlich. Vielen Dank, Shane. Eine Weltkarte. Okay. Ja, Vampir Innocentia schließt sich der Gruppe an. Weltkarte erhalten. Okay, cool. Ist eine Menge passiert mal wieder in dem Part und ich muss sagen, hat mir wirklich äußerst gut gefallen. Gerade die, also in dem Part gab es ja eigentlich nichts anderes außer Dialoge, ne? Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu lesen und zu sprechen natürlich. Und ich habe jetzt eigentlich auch keine Fehler entdeckt. Also wenn ihr welche findet, dann schreibt es in die Kommentare. Aber ich habe wirklich jetzt nichts Offensichtliches gesehen. Also von daher sehe ich da schon eine Steigerung. Und ja, keine Ahnung, also die Dialoge waren in sich schlüssig und es hat Spaß gemacht. Okay, gut, dass sie jetzt Inno einfach so vertrauen. Natürlich kann sie ihnen jederzeit in den Rücken fallen. Aber ich sage es einfach mal so, das sind zwei Männer und sie ist eine Blondine. Alles andere kann man sich denken. Na gut, Leute, wir sehen uns am nächsten Part von Im Reich des Himmelsdrachen wieder. Bis dahin.